Kommen wir genau auf den See. Das wäre doch perfekt, oder? Oder willst du auf der Höhe erstmal freikämpfen, hier nach Westen? Nee, ich wollte jetzt die vielen Nester gleich voraus jetzt machen. Jetzt sind es zwei unten, zwei oben. Also westlich weiterkämpfen oder? Westlich. Dann gehen wir jetzt weiter. Und dann überlegen wir, ob wir heute unten auch noch freimachen. Wie ihr hört, es ist wieder soweit. Es hat Klong gemacht und zwar in harter Diskussion. Es ist wieder Alfszeit. Ja, wie gesagt, da sind wir wieder. Und wie man sieht, ich produziere Mauern, weil wir müssen hier zum Stein und da brauchen wir Mauern. Beziehungsweise, wie man sieht, es blinkt hier überall. Und das wird auch so ein bisschen die Aufgabe von mir, heute so ein bisschen mehr an diese Blinkerei hier abzustellen und nebenbei euch so ein bisschen die Map zeigen, die mittlerweile doch schon recht riesig ist, glaube ich. Von daher gesehen, ich könnte ja auch hier, was mir gerade auffällt, hier in der Mitte die Mauern ja auch mal der Reihe nach abreißen, oder? Tu dir keinen Zwang an. Solange du sie ordentlich gestapelt ins Lager legst. Ja, die würde ich ja gleich benutzen, um die Reparaturen zu machen, oder? Ja, klar. So, dann will ich das gleich mal machen. Das war ja jetzt einfach erstmal nach unten rennen. Und ja, ich kann ja nebenbei, wie gehabt, hier während ich runterrenne. Ah, hier sind ja weiße Marmorplatten oder was das sind, ausgelegt. Sehr schön. Läuft Das klein ist der Stück rote schneller. Teppich für dich. Ah, ich bin farbenblind, ich zähle das mal als rot, okay. ja, wer ist dabei? Also Arisch, der ist gerade noch, habe ich gehört. Von daher gesehen ist er im Moment noch ruhig, der kommt dann aber bestimmt später nochmal dazu. Dann Fallo Olaf, kann ich los? oder Olaf, wie auch Bist du immer, bereit? genau. Dann Peter, die sind gerade Ja, beim Olaf, Ausbau weg. und Kämpfen. Und natürlich, Eigentlich. wie gehabt, wer ist immer überall? Der Stasi-Klaus. Servus. Was meinst du, Komm mal mit Olaf? nach oben, bitte. Komm mal hier durchziehen. Ah, jetzt zu spät, sonst noch. Jetzt kommen sie schon. Jetzt wird es mal interessant. Ja, sehr schön. Das war fix gemacht. Es gibt Alien vom Grill. Weil hier kann ich mit Laser drin, wenn wir so rumkämpfen, nichts machen. Also ich wollte eigentlich von oben runterziehen. Ja, du kannst auch von oben runterziehen, dann mache ich hier weiter. Ja, du hast aber die ganzen Flammenwerfer jetzt. Was nur die Flammenwerfer? Kann auch von unten hochziehen. Ja, du bist viel zu weit weg. Das bringt doch nichts, oder? Ja. Näher ran und dann hochziehen. Oder Du, willst du mach. von oben runter? Da fahre ich von oben runter, weil da habe ich schon Anschlussbereich gesetzt. Okay. Und natürlich, falls ihr denkt hier, das ist alles totale Kacke und wir bauen das total scheiße, ihr könnt gerne mitspielen. Link ist unter dem Video dazu, was man tun muss, um bei uns Chaoten mit dabei zu sein. Und dann, da liegt noch normaler Stein an der Zugstrecke. Wer hat den dann da verloren? Was an der Zugstrecke? Ne, hier liegt neben Gleis Mir Steinbrocken. fehlt einer. Ja, ich weiß. 21 lagen da einfach mal so in der Pampa rum, wo Steinmangel ist. Da ist halt irgendwann mal ein Felsen geplatzt. Kann auch mal vorkommen. Eieiei. Wurde er mal am Weg und wurde erschossen. Standrechtlich. Ich kann jetzt nicht. Siehst du? Mal kurz weg, ganz kurz. Jo, Kein Problem. Alles gut, wir halten die Stellung. Die hier so voll ausgebaut ist, wird man auch gleich sehen, wenn ich hier die Mauern zu Ende aufgesammelt habe. Dann beginne ich nämlich hier die Mauer lang zu laufen und zu reparieren, was zu reparieren ist. Bin auch in so einem schönen Hellblau. Gefällt mir. Wieder da. Jo. Und das war ja fix. Einer gesagt, kurz. So. Ja, die Mauer kann man auch noch mit hochgehen.
Wo klingt's jetzt hier? Da, so. Zack, 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 zack. Jetzt meldet sich hier noch was anderes. Mach doch hier den Pop-up auf. Nach vorne, so. Okay, ich gehe mal nach vorne. Und hier sieht man immer diese Lücken und genau diese kleinen Lücken hier fülle ich jetzt auf. So, ja. Ja, das heilt noch gut. Hier schon so ein paar kleinere Lücken. Schon alle drei weg, das ist natürlich nicht so günstig. Das darf eigentlich nicht sein. Und da wir noch keine Kisten haben, wo wir die Mauern reinlagern können, damit die Drohnen die aufbauen, muss man das halt mal kurz per Hand tun. Das wird ein großes Nest. Soll ich von hier nach oben ziehen? Ja, machst du schon. Und ihr habt ja bestimmt gesehen, ich habe gestern hier Nester platt gemacht, deswegen halte ich mich heute mal zurück. So. So. Ja, und das hier sind halt Drohnenhangare sozusagen, weil die ein bisschen anders aussehen, erkläre ich das mal kurz, von Pia Don Mod. Noch Türme? Ich habe noch 20, ja. Wollte aber eigentlich hinter der Linie bleiben zum Reparieren. Moment. Ja. Da war noch ein Baum im Weg, der musste natürlich auch abgeerntet werden. Ist das schön. So, zack. Hier zum Beispiel ein Tor, das setzen wir auch noch hin. Es soll ja auch schön aussehen. Es geht ja auch um die Schönheit der Bs, habe ich mir sagen lassen. Oder? Naja. Ist ja nicht so, als klatschen wir irgendwas temporär hier hin. Wir machen uns ja Gedanken, wo wir was hinbauen. Das wir bauen ja die Ewigkeit. Temporär? Weiß doch. Provisorien halten am längsten. Ja. Herrlich. So. Zack, zack. Das hier ist ja auch noch eine Mauer, die ich mit abreißen kann. Eieiei. Also alte Dev-Mauern haben wir gleich so einige. Da kannst du gleich ganz zwei Stunden abreißen. Ja, bloß die ich jetzt direkt 2 Meter hinter der Mauer sehe, die kann ich ja damit jetzt mal abbauen, sozusagen. Das macht ja Sinn. Vor allem, weil ich die Mauern ja dann auch wieder verwenden kann. Ne? Nicht so, dass es komplett. Wie denn jetzt ist. Her? Hey. Lass das Ding in Ruhe. Böses Alien. Böses Alien. Was du? Bei Fuß. Hast du wieder einen Freund gefunden? Obwohl, bei Aliens heißt das dann nicht Beißfuß? Schweißfuß wahrscheinlich. Bei der Hitze, die wir hier verbreiten. Aber nein, wir pullen die nächste. Nein, ich wollte dich nicht pullen. Stirb. Ja, und dann kann ich ja die Gelegenheit auch gleich mal nutzen, um sozusagen die Zuschauer, die uns bei Silti Staffel 2 zuschauen, schon mal bedanken, weil das ist ja teilweise echt krass, was da abgeht. Also ihr guckt uns ja auch ordentlich zu. Also ich habe noch nie so viele Klicks auf Videos, muss ich echt sagen. Also danke, danke, danke dafür schon mal. Also vielleicht genauer gesagt, ich habe noch nie so viele so schnell, sagen wir es mal so. So,
Jetzt komme ich langsam in die Region. Also ich habe mich ja jetzt von hier unten. Oh, Mimik. Ach, der Priester ist auch da. Ja, und ich streame auch. Hallo, die Zuschauer. Der Arisch ist wieder da. Guten Abend. Guten Abend. Und alle Grüße. Vom Kohlendast-Hauptbahnhof habe ich mich jetzt quasi hier langsam hochgearbeitet bis hierhin. Und hier oben kämpfen halt Fallo und ja, stirbt man auch, wie man am Peter gesehen hat. Um hier, ich glaube, hier hinten ist das Ziel definiert, an die 4,8 Millionen Stein anzukommen. Ich bin für einen guten Zweck gestorben. Richtig. Und es wird keiner zurückgelassen, also flattere deine Leiche selbst. Zufall, dass er wieder findet. Das ist natürlich das andere Problem. Neben sollte dich eigentlich finden. So. Stefan, wie sieht's aus? Das Erdeisen, Steinfeld da unten. Stein 2 neu hast du. Oh, da ist ein kleines angeschlossen. Ich habe da mal nur das kleine erstmal angeschlossen. Ja. Weil ich das gefahrlos erstmal erreicht habe. Ja. Das sind auch noch 35k und ich lege jetzt gerade meine zweite Versorgungsleitung für den anderen Teil. Ah. Ich mache die Versorgungsleitung mal noch fertig und mir ist dann noch ein Steinfeld über den Weg gelaufen, wo ich jetzt gerade stehe. Das nehme ich auch noch mit. Kann man ja mal als Anhalter mitnehmen. Ja, das ist ein Mini. Bin kurz weg. Ja, und dann lege ich das mal noch mit zu meinem oder zum alten Feld dazu, weil das ist nämlich jetzt auch leer. Ich baue mal eben Flammenwerfertürme für die Ecke da unten. Also Ding brauchst du nicht mitnehmen. Das brauche ich. Erzförderer. Ich habe 43 in der Tasche. Wie viel? 43. Fast 100. Und die habe ich nur abgebaut. Ja, also. Ich habe das Eisenfeld auch mal da entkräftet. So. Das ehemalige Erzfeld, Eisenerzfeld. Hier beginnen wieder so Temporen. Ein paar Flammenwerfer sind alt gebaut. Ich habe 13 und ich habe Material. Warte mal. Hast du gelabert, Abrisus? Nee, hier sind wieder so Zwischenmauern, die mittlerweile keinen Sinn mehr ergeben. Die baue ich gleich mit ab, weil ich hier einmal um die Base jetzt gehe, um die Mauern zu reparieren, um dieses Blinken mal zu entfernen. Und hier stehen halt gefühlt 2 Meter hinter der eigentlichen Mauer nochmal eine Mauer. Das ist so ein, ach, du meinst so eine einzelne Reihe? Ja. Das ist eine Sicherheitsreihe. Das, die hat schon seinen Sinn. Das wussten die anderen Kollegen hier aber nicht, dass das eine Sicherheitsreihe ist. Also so wurde mir das mal von irgendeinem gesagt, dass das so eine Sicherheitsreihe ist. Die letzte Verteidigungslinie. Wenn ich mal wüsste, wo der denn ist. Der also wir haben sowieso etliche Mauern in ja, Abrisos, ist dir schon mal was aufgefallen? Du baust nicht die innere Verteidigung ab, du baust die äußere ab übrigens und bau die Mauern wieder auf. Ich baue doch nicht die äußere ab, wenn du guckst, wo ich bin. Doch, du baust die äußere ab. Nein. Das ist die Sicherheitsmauer der äußeren ja, Mauer. Ja, okay, ja. Von der baut die äußere Mauer ab. Ja, ja, aber nur die andere. Weil die also wenn die mal durchbrechen. Zwei Verteidigungsringen besteht. Ja, aber wenn die durch die Dreierreihe Mauer durchbrechen, macht die innere Mauerreihe auch keinen Sinn mehr, ehrlich gesagt. Natürlich. Die bringt uns 5 Sekunden mehr Zeit. Es gibt den Kanonentürmen gibt es noch einen Schutz. Okay. Genau, das ist eine Sicherheit. Jetzt muss ich mal Olaf fragen, was willst du nur Material? Ich bin nämlich gerade voll. Ich kann dir Batterien geben. Und du müsstest hier ein paar, Laser brauchen gar nicht, hauptsächlich Flammenwerfer, weil hier weiterkommen. Von oben hinziehen jetzt die Leine. Ja, ich brauche gerade noch 15. Ich habe aber nur noch 13. Ja. Wo willst du hin? Hoch, runter, links, rechts. Hier, wo ich bin. Weiter westlich, oder? Dann lasse ich die halt jetzt stehen. Oder? Fahr doch. Im Osten ist ein Riesenstück, das ist alles mittig. Ah. Fahr doch, wird wohl gerade aus dem Spiel geworfen, so wie es aussieht. Ja, das könnte doch was passieren. Denn ich gesagt, da kommt ein Wetterchen an oder sowas. Ja. Ja, da, es kann auch woanders ein Wetterchen sein. Das hatten wir mal bei, glaube ich, irgendeinem Fußballspiel in Österreich. Ja, der hat seine Internetverbindung verloren. User in your channel timed out. Oh mein Gott.
So, wupp. Ist hier runter. So. Wir haben den Olaf getötet. Jetzt bin ich hier eine weitere Ecke rumgelaufen. Also, es ist schon eine richtig lange Strecke. Also, Herr Friesus, wir haben wirklich Mauern, die sind in der Base, teilweise vierreich. Die kannst du alle abreißen, aber die Außenmauer bitte nicht. Ja, wie gesagt, ich habe diese Taktik mit einer Hauptmauer und dahinter noch eine Mauer nie so gefahren. Deswegen hättest du ja wenigstens aufbauen können. Deswegen war das... Jetzt guck mal, westlich, ich glaube, ich kämpfe. Da haben wir so ein Rechteck freigekämpft, da ist eine vierreiche Mauer, die ist völlig überflüssig. Ja, da sind auch die Türen weg und alles. Wenn ich diese Mauer... Die kurze. Sowas kannst du gefahrlos abreißen. Im Osten beim Great Barrier Reef kannst du, oder Great Barrier Reef kannst du auch. Da ist auch eine riesen Mauer mit Türmen und allem drum und dran, kannst alles entfernen. Da wo ich bin, ist auch Mauer, kann auch weg. Ja, ich mache jetzt erstmal hier die Beschädigungen hier weg. Und wenn Olaf nicht wiederkommt, brauche ich einen zweiten Mann zum Reparieren hier. Au, oh, der Held sollte mal kämpfen lernen. Ich habe doch gut gekämpft. Ja, dann. Und schlecht verteidigt. Ich war fürs Kämpfen zuständig, nicht fürs Verteidigen. Wer es freiräumt, baut auch das Zeug drumrum. Das und es wurde gesagt, dass man eine Verteidigung dran lassen muss. Ich muss kurz die Tür... Kannst du im Video nachsehen? Seit wann gibt es denn diese Regelung, dass der freikämpft, für die Verteidigung zuständig ist? Wenn er die Scheiße angefangen? Anfängt, dann soll er auch ausbaden. Dasselbe wollte ich gerade sagen. Wer die Scheiße anfängt, kann es auch zu Ende führen. Mir wurde gesagt, ich soll zum Öl. Ich bin zum Öl. Auftrag erledigt. Punkt aus. Ende. Ah. So einfach kommst du uns da nicht davon. Ich dachte, es hätte so gut klappen können. Ja, es hätte Fahrradkette, ne? Ja. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er aus dem Haus gekriegt. Oh ja. Dieses, wenn du mir helfen möchtest, mach Flammentür auf dem Inventar, komm rüber und bring Material mit. Ja. Rohre, Eisen, alles. Eisen, Kupferstahl, Schaltkreise, Batterien. Erstmal am Reparieren hier der Mauer. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Bin ja gleich rum. Rosmarin, das ist in der ganzen Pfanne verteilt worden. Ich müsste jetzt die Hälfte eigentlich haben, wenn mich nicht alles täuscht. Also du hast beim Kronast Entladebahnhof angefangen, oder? Richtig. Dann hast du, lass mich kurz überlegen, so Pi mal Daumen ungefähr 20% jetzt. Ja, aber also da ich jetzt... einmal den Nordteil abgegangen, bis er den Knick macht zum zweiten Nordteil. Aber jetzt ist es halt so, ich baue ja keine Mauern mehr ab, sondern ich baue ja nur noch hin, von daher gesehen bin ich ja jetzt schneller. Okay, bis du bist, habe ich alleine alles freigekämpft. Genau, bis Abrisos irgendwas erreicht hat. Es hat niemand gesagt, ich soll auf die Zeit achten und wenn man es erreicht, ist es erreicht. Zeit spielt keine Rolle. Zeit ist relativ. Ja, wenn ich mir hier Zeit lasse, dann wachsen die Aliennester schneller nach, als ich gucken kann. So viel zur Zeit. Ja, und? Na, für dich ist es relativ gesehen die Zeit wichtiger als für mich. Das sehe ich ja ein. Ja, und es ist auch relativ gesehen, dass es uns relativ egal ist, wann dann bei dir dein komischer Wäscheklingler geht. Wenn wir hier spielen, spielen wir und dann ist die Wäsche zweitrangig. Punkt. mag. Wer das... mit relativ anfängt, hat relativ verschissen jetzt gerade. Das mag ja. Nein, ich mich grillen. Das mag ja soweit stimmen, da gebe ich dir recht, aber relativ gesehen ist es mir relativ wichtiger, dass meine Freundin gut auf mich gestimmt ist, als dass ihr gut gestimmt auf mich seid. Und relativ ist es auch egal, ob deine Wäsche 5 Minuten später hängt oder früher. Bei trocknen tut sie sowieso. Irgendwann. Bei der Wärme sogar noch schneller als man denkt, ja. Ja, raushängen, hochgehen. Oh, scheiße, kann ich wieder runtergehen, ist trocken. Ja. Also, 5 Minuten hin oder her? Also meine Wäsche war heute in 1,5 Stunden komplett trocken. Ja.
Du hast aber viel Zeit gelassen zum Gucken. Gut, ich habe das sowieso was gemacht. Ja eben, nach anderthalb Stunden kannst du mal gucken. Die war wahrscheinlich schon nach einer halben trocken. So heiß wie es bei uns war. Ja, wir haben keine meistens beim Ausschlagen schon relativ trocken. Weil wir einen echt geilen Schleudergang haben. Ab 2000 Umdrehungen. Ich nicht grillen! User entered your channel. Ja. Jo, irgendwie scheint wohl die Fritzbox out of memory gewesen zu sein. Okay. Ach, hat sie sich mal gedacht, ich mach mal nichts mehr. Zumindest sagte die Webseite nur einfach out of memory, nur memory oder sowas. Ah, ich wurde vom Flammenwerfer getötet. René, das soll sie nicht selber töten. Das war ganz anders gemeint mit den Aliens und den Töten. Ein Arisch und Spieß. Arisch, geh durch. Außerdem, wo kämpfst du überhaupt? Arisch Medium. Das ist richtig Steinfeld unten. Das Steinfeld. Notfall Steinfeld, bis das da oben richtig angeschlossen ist und alles verteidigt ist und so weiter, ist das unten auch leer gelutscht. Achso, Arisch, dein Sand und so weiter ist schon wieder voll. Cool, Kai. Stein hat Vorrang. Ja. So, jetzt gehe ich schon mal. Ich mache ja meine Aufgaben zu Ende. Nicht so wie andere Leute. Eieieiei. Heute geht's wieder aufs. Ja, ne? Nee. Ich weiß, warum es nicht mehr funktioniert, weil es ja nur noch halbseitig angeschlossen ist. Alles gut. Aber ich sag mal, Arisch ist heute entschuldigt. Olive, machen wir jetzt oben mit der Originallinie weiter? Ja, ist sowas von scheißegal. Okay. Au. So. Warte, ich hab doch hier was. Das sieht da ganz, ganz aus hier. Umlaufen. Vor allem, es gibt sowas wie unterirdische Rohre, aber es werden nur normale Rohre genommen. Auch total geil. Das hier. Hier hinten in der Ecke, wo ich gerade rumlaufe, muss ich jetzt einen riesen Bogen laufen, weil da nur normale Rohre gesetzt wurden. Was hat? Nimmst du deine Laser raus? Wo die jetzt kalt werden? Egal. So, kurzer Überblick auf die Map. Ich bin jetzt hier hinten, also noch hier den südlichen Bogen und dann bin ich einmal um die Base gelaufen. Warum machst du das? Hat das einen Sinn? Ja, er repariert. Er stellt die Mauern wieder auf, die kaputt sind, weggefallen sind. Er denkt, dass er repariert. Er stellt die Mauern wieder auf, die weggefallen sind. Richtig. Ja. Sie haben es erkannt. Da ihr so knausrig... Dackerablö, weg hier. Weil ihr so knausrig seid und keine Kisten hinstellt, damit hier die Roboter die Mauern selber setzen können. Fängt er wieder an zu maulen. Ich höre nur Mimimi mal wieder. Ich maule. Er ist kaum da und schon macht er wieder Mimimi. Ich maule nie, ich weise nur drauf hin. Was willst du? Mimimi. Aber er will mal mehr kennenlernen oder sowas. Scheiß Drohnen, verpisst euch jetzt endlich. Such das Feuer also, doch aus. Das geht doch. So, also gut. René, du baust, ich reppe. Oder reppst du vorne? So, hier ist alles schön ganz. Das ist schon wieder ein Schädel. War ich doch gerade. Reparier das Ding! Ich bin doch voll drauf! Das könnten wir schaffen ohne Pullen, Olaf. Ja, aber lass uns direkt mal zwei Stück immer hinbauen, bitte? Wenn es geht, Moment, ja, ne, wie kommen wir.
Ja, doch, einfach mal durchziehen, würde ich sagen, nur einen drüber. Du musst bitte beide mit reparieren, weil sonst ist es rum. Das hat sich überschnitten, Olaf. Achtung! Hi. Was grillt der denn so lange? Den Wurm. So. So, jetzt mal auch hier so weit. Da so weit. Auf Orange. Klippe. Toll, jetzt läuft der nach hinten, der blöde Sack. Ist doch nicht. So, es wird. Ich komme mein Ziel der Einmalumrundung der Bs näher. So, die Seite ist dicht. So, ich scheiß Feuer. Alles gut. Ja, bringt euch. Hat er gesagt? Ich vermute mal, es sollte sowas heißen, wie bringt euch nicht gegenseitig um. Ich glaube, die sind auf mich scharf, oder? Nein. Denn die sind auf dem Flammenwerfer scharf. Doch, die sind auf mich scharf. Ich meine, Peter, bringt euch da jetzt die Mauer zu ziehen, solange wir oben euch freikämpfen. Ja, damit sie nicht gleich in die Türme reinrennen. Hat er so gut eine Linie durchziehen, Türme so gut geklappt. Du musst die Turmlinie durchziehen. Ja. Ja, kann ich gleich machen. Sofort. Nein! Oh nee, oder? Der hat mich schon simultan. Ja, weil er sich auch immer neben einen hinstellen muss. Das gibt's doch nicht. Warte kurz, ich komme gleich, Olaf. Nee, nächster Angriff. Hier sind doch ein paar mehr Lücken hier unten. Da ist unten schon wieder ein Nest. Oh Gott. Sieht man doch teilweise echt, dass sie ganz schön schon mit sich reingeknabbert haben. Ja. Die Roboter so hier sterben mit den Flammen. Ja, wie gesagt, das bringt alle hier unten. Wie lange wir da das Nest noch haben eigentlich? Ja, ja. Erst das untere Nest links unten oder erst die oberen? Ja, das ist links unten, ist mir egal, wie oben. Dann links. So, jetzt bin ich hier und noch dieses kleine Stückchen hier hoch und dann habe ich einmal die Base umrundet. Innerhalb von knapp halbe Stunde. Siehst du mal, wie groß das ist? Ja. Lauf mal die Strecke regelmäßig. Nö, ich krieg kein Kilometer Geld. Das macht keinen Spaß. Oh, Olaf, jetzt brauche ich eine Tür. Knuscht man alles weg. Oh, jetzt habe ich aber die Schnauze voll hier.
lasst mich doch in Ruhe, ihr Penner. Puh, gerettet. Was macht ihr denn da hinten? Der Nähe stellt sich immer mitten ins Feuer. Unten ist Ruhe, jetzt gehen wir nach oben. So. Ich mag das Laufen. Nein. Peter, was machst du denn? Genau, die Türme, die Messen sind weg. Durch die Flammen, die immer wieder. Ich wollte gerade weglaufen. Peter? Ich wollte gerade fragen, Peter und Olaf, was kann ich euch hochbringen oder so, wenn ich zu euch komme? Was braucht ihr? Flammenwerfertürme. Okay, werden die irgendwo produziert schon? Nee, nein. Müsst ihr im Inventar machen. Ja, im Inventar. Okay. Boah, ist das zum Kotzen. Bin drin. Auf die Minimap geschaut, ob hier irgendwo steht, wo Maschinen, Motoreneinheiten gebaut werden. Mall 3. Was? Nee, nicht Mall 3. Maschineneinheiten werden gebaut bei, doch, rote Motoren, wo rote Motoren markiert sind. Rote Motoren. In der Nähe von dem Zughaltestellen Base. Haben Sie die Bob Factory? Rote, gelbe Motoren, ja, ich hab's gesehen. Oh, die Türme sind noch da, hurra. Ist klar. Meine Bots sind wahrscheinlich weg, oder? Ja. Ja. Die platzen nach einer Zeit automatisch. Nein, nicht schon wieder. Oh, Fließbandchaos. Oh, wir haben keine. Wir brauchen zwei Masten. Mit der Pistole. Wir sind ja zum Basis zurück. Ja, auf dem Weg. Die sind aber schnell, die Scheißviecher. Ja. Eisenplatten. Jetzt fehlen mir Eisenplatten, das war ja klar. Scheiße! Lauf, 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 lauf! Nicht Türme bauen, laufen! So, die sollen erstmal gebaut werden. Außer Türme, also Mauern, habe ich beide Varianten. Die Betonmauern kannst du im inneren Kreis benutzen, sind für außenrum scheiße. Ja, das habe ich schon mitbekommen, weil die weggeputzt werden. Aber ich frage halt, was Peter und Olaf außer Flammenwerfertürme noch brauchen. Also im Zweifel Manpower. Reparaturkits brauchst du. Wir müssen ganz viel reparieren hier oben. Strommasten, keine Ahnung. Gut, dann hau ich die mal hinterher. Elektrische Schaltkreise, die werden noch hier. Elektronische Schaltkreise, die werden noch bestimmt. Ja, genau. Kannst ja auch ein paar hundert mitbringen. Irgendwo produziert, ne? Schaltkreise. Ja, also Olaf, ich mache jetzt die ganzen Türme hier weg, weil die sich gegenseitig abrutzeln. Wir müssen das Stück für Stück machen. Geordnet. Jo, das auf jeden Fall.
Hat erst so gut geklappt, jetzt gerade produzieren wir beide noch Murks, ist leider so. Oh oh. Wir müssen vor allem oben die Dinger einfach wegkriegen, dann müssen wir wo habe ich ja meine Leiche. Ich baue jetzt nach oben Stück für Stück ganz normal und dann passiert nichts. Stefan, was ist? Oh oh. Ja, ich habe da ein paar Freunde gefunden, die ich nicht finden wollte. Ah, ich habe dich gerade rennen sehen. Ich mache jetzt hier links mal zu, da ist jetzt einfach Ende. Und das Max, kannst du ein paar Laser hinter die Türme stellen? Ja, ich repariere sie gerade. Haben sogar anscheinend gegen an, dass der eigentlich für Eck geht. So, Zahnräder. Vor allem mit Laser ist nicht wegen ist nicht. Ich habe zwei Lasertypen noch. Das ist okay, ich baue mich jetzt gleich hoch, dann wird es da oben weniger. So, jetzt habe ich hier ganz schön was im Inventar zu bauen. So, hier sind wir außerhalb von der anderen Reichweite. Danke. Das war einfach drumherum um den Stein. Und das ist mir zu nah am anderen dran. Na, lässt du mich in Ruhe? Gehst du weg? Blöder Hund. Der soll den Turm angreifen, nicht mich. Mann. Was ich noch machen könnte. Ja. Weg. Warte, pass auf, da ist drüben ist noch so ein Nest. Ja, yeah, ja. Ich hab's gesehen. Mal das hier jetzt ein Stück zurück. Gut schön. Ist das stockdunkel hier? Fabrice, fährst du mit? Ja, kann ich machen. Moment, ich komme. Ich komme. Ich erscheine. Rechts. Ach, da. Tiefer. So, dann auf geht's. Ach, meine Mitfahrgelegenheit. Ach, ist das schön. Ach, so, kann man nebenbei was sich zu trinken nehmen. Das muss auch immer mal sein. Habe ich mir sagen lassen. Sind wir schon da? Ja. Überholt. So. Ups. So. Nochmal. Quizfrage, ich hatte gerade mein Headset aus. Wollen wir hier von der Mauer losgehen oder von der Ecke, wo wir gerade waren? Frage hat sich geklärt. Ja. So, hier war Ort auf Reparaturkits. Hat zufällig einer hier oben noch welche da? Ja, ich. Ja, Prisus bringt mit. Ich habe noch 50. Wenn ihr hier eine Kiste hinstellt, dann kann ich das alles reinkippen, weil ich produziere auch gerade noch im Inventar. Ja, mach lieber Türme. Ja, mach ich ja. Ich habe ja 12 im Inventar. Mal rüber. Wie viel hast du? 12, 13. Und es sind noch 10, 15, 16, 17. Ich habe 27 Flammenwerfer-Türme. Den kann ich nicht halten.
Hallo? So. Die Mauern kippe ich mal hier noch hin. So. Ja, ich habe wieder keine Rohre mehr. Ja, Gott. Aare frei. Eisenplatten und Zahnräder kann ich auch noch reinkippen. Alter, ein Flammen. Oder hast du schon Kids? Ja, ich habe schon Kids. Ich habe 100 genommen. Ja, ich kämpfe mal so lange, dass ich das im Inventar baue, jetzt noch nie mit, ne, dass ich tot gehe, das wäre blöd. Oh, da steht ja schon eine Reihe Türme. Und wieder da! Also, Abrisus, wenn du mit Reparaturkits hinter der Turmlinie bleibst, dann passiert doch nichts. Wir müssen ständig reparieren bei jeder Welle. Mhm. Dass welche Fett sind da durchzupassen. Hast du jetzt noch? Ich habe noch 5 Türme. Wie viel hast du noch? Ich habe 16. Jo, dann wenn es geht mal. In der Truhe sind jetzt ist gerade erst einer noch, weil 5 werden gerade noch produziert. Oh, die Barriere! Ja. Geh weg! Psst. Pfui! Toll! Immer nur 3-4 Felder hoch und da eine Turmreihe setzen, das bringt glaube ich nicht. Ja, ich wollte eigentlich 3-4 hoch und eine Turmreihe setzen. Also auf, da sind Würmchen. Oh, was kommt hier? Ja, ja mal, der ist beliebt. Oh, ich komme nicht hin, ich komme nicht hin. Ja, ich... Oh. Da oben fehlt ein einziges Rohr. Lass mich hin. Jetzt. So, dann. So, 5 Flammenwerfertürme sind wieder in der Kiste. Jetzt habe ich die richtige Entfernung. Es ist so übel, wenn hier die Flammen über ihn drüber fliegen. Also mal sehen, was da für ein Druck hinter ist. Oh. Ja, wenn schon die nächsten dann getriggert werden, ne? Was? Mann. Ich lauf. So, haben wir alles, ne? Ja. Jetzt können wir hier die normale Linie durchziehen. Sechs Flammenwerfer haben wir jetzt in der Kiste mal. Stefan, hast du noch Flammenwerfertürme? Ich habe keine mehr. Nein, ich hatte noch nie eine. Dann einen bauen. Sehr gut. Ja, wie ist das, wenn du magst, du könntest auch eine zweite Mauerreihe noch ziehen. Okay,
Wie mache ich das? Nehme ich mir hier mal die Steine wieder raus. Oh, die da schon irgendwo? Nee, gut. Nein, ich habe da nur zur Reparatur hingestellt, ne? Oh oh. Hast du noch Mauern oder so? Ich habe jetzt gerade alle Mauern rausgezogen, um hier wie von Peter gefordert die zweite Reihe zu ziehen. Aber ich habe jetzt noch 345 im Inventar, mit denen komme ich ja jetzt wieder zurückgelaufen. Da habe ich kein Öl. Ach, du hast ja gerade abgerissen. Entschuldigung. Ich, ach, du kämpfst schon wieder. Ich baue hier Defense und der kämpft schon wieder. Wir kommen noch nicht weiter, wenn wir immer nur. Wir müssen weiterkommen hier. Ja, wir kommen ja auch weiter. Der Feld ist eingemauert. Der Grafhalter. Hat noch die Serie die Tür gekostet. Er hat ein richtig schönes buntes Feld erschlossen. Dieses ich repariere hier den Inflammenwerfer-Turm. Könnte mal einer den Typen hier anbrennen? So. Mache ich es halt selbst. Abrisos reparieren. Ja, ich hänge ja schon drauf beim Reparieren. Hallo! Kämpfen, kämpfen! Schießen! Laufen! Sterben! Nein! Stefan, lassen wir das Nest erstmal stehen oder. Welches das? Das da. Das greift alle zwei Sekunden an. Ich habe leider nur noch einen Flammenwerferturm. Ich habe auch noch einen. Warte. Hast du zwei. Jo, hat bei uns noch einer jetzt Flammenwerfertürme? Ich habe noch sechs im Inventar, die tue ich noch in die Kiste. Scheiße. Oder? Dann gehen wir wieder einmal die 20 hier. Die Kiste ist kaputt gegangen. Ja, das ist so. Aber hier fehlt ein unterirdisches Rohr jetzt. Ihr werdet dort gleich kein Öl kriegen. Kann noch irgendeiner unterirdisches Rohr machen? Weil hier fehlen zwei, ja. Links und rechts von mir jetzt. Verschwinde. Nee, nee. Lass mich in Ruhe. Don't touch it. Ich gehe mal in die Basis und hole Flammenwerfer. Oh, okay. Material. Ja, ich fahre mal mit dem Auto. Ich bringe dann ein Auto vorhin mit. Oh, geil, ein Auto. Ja, ich habe eins zufälligerweise zu viel gebaut. Dachte mir, besser wir laufen. So, ich repariere hier die Weile. Ein paar Reparaturkits habe ich noch, 26, also. Ich mich grillen. Ach, knapp. Ah, was reißt denn du die Mauer wieder ab? Also die Verteidigungsfreie da. Ich krieg den Turm nicht gerettet, gehalten. Ja, ich will kein Öl. Nein, ich habe keine Reparaturkits mehr. Stefan, du solltest auch Reparaturkits mitbringen. Ja, ich guck mal, dass ich was mitbringe. Welche bauen? Ich kann einen bauen. Öl, ja, bau mal einen, der ist besser wie nix. Also so, ich habe jetzt meine ganzen Flammenwerfertürme, die ich jetzt im Bau hatte, hier noch hingestellt. Mehr kann hier habe ich jetzt im Inventar nicht mehr bauen können. Ich will jetzt keinen mehr. Jetzt erstmal hier Scheiße raus. Oh, welche Decke. Aber die Waldfee. Ich habe auch keine Mauern mehr. Fehlt mir denn? Mir fehlen. Oh, elektronische Schaltkreise. Beziehungsweise Bretter. Das ist natürlich auch so, wenn es hier brennt, gibt es hier auch Umweltverschmutzung und die drumherum werden wieder getriggert. Das ist ein Teufelskreis.
Nein, die in der Nähe werden getriggert, weil du ein Nest angreifst. Ja, aber der macht doch Umweltverschmutzung, wenn es brennt. Nein. Nee, sicher? Wenn ein Wald brennt, macht das schon Umweltverschmutzung. Ich glaube auch, dass das Feuer vom Flammenwerfer Umweltverschmutzung macht, glaube ich schon. Okay, das hast du Strommasten? Nee. Ich baue gerade Reparaturkits en masse im Inventar, also ich kann jetzt auch keine bauen. Ja, okay. Weil ich baue, naja, so fast 400 Reparaturkits jetzt gerade noch. Die kannst du aus der Kiste nehmen. Ja. Die sind oben 1000 oder 10.000 in der Kiste drin. Die hat doch Shiro automatisiert, die musst du nicht handcraften. Nur die Türme, das ist das Einzige, was wir nicht haben. Ja, ich mach das jetzt gerade. Ich bin ja auch hier jetzt am Reparieren hier. Stefan, ich bin auch mal gerade back to base auf dem Weg, um Sachen zu holen. Ja, ich hol mal noch Repkits. Ja gut, wir sind noch weiter weg. 5 Minuten weg, ich muss kurz Kind ins Bett bringen. Oh. Ich will eine gute Nachtgeschichte von uns allen. Genau, erzähl, wie elendig hier die Ehen sterben. Ja, kann sie auch Briso sehen. Ja, wenn sie Briso sehen, fangen sie eher an zum Lachen. Ey, dann fangen sie zu kotzen an. Das ist das, was der Speier macht. Der sieht Abrisos. Ja, ja, ja. Immer auf die Kleinen. Einer muss es. Einer muss es abkriegen. Ja. Dann muss ich jetzt dieses scheiß Werkzeug? Ich find's nicht mehr. Ganz oben. Ah, ich hab's doch gefunden. Ah. Ja, er hat's doch gefunden. Ja, aber das ist nur noch ganz oben eingelagert. Palim, palim, palim. Ist das jetzt hier weg? Tatsache. Ah ja, hier ist noch Werkzeug. Ja, ich habe mal 300 Stück oder so mitgebracht. Das Werkzeug hast du auch. Anwerfetürme und so weiter, wir bin dafür eigentlich stark. Ja, ich habe irgendwas um die 600. 600 was? Flammenwerfetürme. Um die 30, nicht 600. 30 Flammenwerfetürme. Ja. Sehr gut, dann mache ich was anderes. Sind im Bau. Wirklich war ein übelstes Flammenmeer hier. Schrapperium, Schrapperium, Schrapperium. Haben wir hier auch nicht. Das Urlaub? So, Landfill haben. Landfill haben wir in der Fabrik. Da ist ja schon wieder das nächste Nest. Hey Stefan, was passiert? Ich habe ein bisschen was abgebrochen. Alles gut. Deswegen bin ich ja da hingegangen. Ich wusste ja, dass das wieder so kommt. Sollen die, ja gut, das ist gefährlich, ne? Die Mauer, die du dort angefangen hast, Fallo, oder die da steht, die soll bis links zu der Klippe, ne? Ja, aber du triggerst da Aliens oben. Ja, ja, ich sehe schon. Hm. Beziehungsweise ich sehe eh gerade, dass ich keine Mauern habe. Aber wenn ich jetzt wüsste, wo ich mein Auto hingestellt habe? Alter, wo ist mein Auto hin? Und dann müsste der Kommentar kommen, ey Alter, ich weiß, wo dein Auto steht. Ey Mann, wo ist mein Auto? Das ist ein Film. Ja, ich weiß. Den kennst du nun, ne? Aber Olsenbach ja, nicht. Ist doch nicht wahr. Den komischen schwarz-weiß 80er, 90er, 70er Jahre Film, ne. Doch keiner mehr.
Die sind modern geworden. Au. Was machst du denn da? Unruhe stiften. Bist du, glaube ich, zu Fuß schneller als mit dem Auto? Oh ne, der geht recht gut. Kannst dich ja mal im Weg stellen. Ja, er hat sich lieber reingesetzt. Vor allen Dingen, wie die Namen sich überlappen. Sehr geil. Wupp, Strommast. Strommast. Ja, da war ein Strommast. Jetzt haben wir wieder einen, oder? Kein. Du hast keinen Strommast. Wo soll ich denn hinfahren? Ach, nach unten war ich nicht. Nach unten, eigentlich. Fahren über den Haufen, dann ist er wenigstens gleich weg. So, ich habe Reparaturkits und Masfalo, also von mir aus kann es hier weitergehen. Ich habe 361 Reparaturkits. Jo, da bauen sie ins Loch diese Scheiß. Bin wieder da. Wer flucht denn jetzt rum? Baum, 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 Baum. Baum! Boah, das war. Ah, Strommast. Ja, kannst du nicht fahren, Junge! Nicht in die Verteidigung. Fahr außen rum. Sind wir überhaupt richtig? Ne, wir müssen ein bisschen woanders hin, ne? Ich glaube, ich bin zu Fuß schneller als du mit dem Auto. Jetzt hier ran, Auto gegen. Tutorial hält ein bisschen dagegen, muss ich sagen. Hey, cool, das ist schon durch. Auf dem Schienenparken, immer eine gute Idee. Ja, das ist modern. Modern. Ja, war da noch die Türme brauchen noch. Ui. Hast du denn überhaupt was für mich jetzt? So Reparaturkits oder sowas? Ah, warte mal, hört sich wieder an. Weißt du, was ich da höre? Mi. Im Gegensatz zu anderen ist das hier ein berechtigtes Mimimi. Oh. Hoppala. Hab ich da etwa was Böses gesagt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich auch nicht. Immer diese Sprüche. Immer wieder. Man will denen doch nur was Gutes tun. Du ziehst hier gleich eine Mauer durch, also eine Reihe durch. Es geht nichts mehr abreißen. Ölmäßig, ne? Gut, ich repariere das schon. Scheiße! Und hinten ein Laser nennen. Prisus, du stehst im gefährlichen Bereich. Ich stehe immer dort, wo es heiß hergeht halt. Aber ich hab's überlebt, im Ring of Fire. Der gegrillt hast du heute, Stefan. Ja, gegrillt. Ja, das stimmt. Also das unterirdische Teil da ist jetzt weg gewesen, ne? Ja, ich baue gerade Rohre, aber die brauche ich 100 Jahre, bis die bauen. Ich muss nicht Strom. Achtung, da kommt schon jemand wieder. Du bist übrigens in Kotzreichweite. Merkst. Haben dich zum Kotzen gern. Ich mach hier mal einen kleinen. Ja, alles Feuer hin, da kommt. Ja, aber ich mache hier mal einen kleinen Ring aus Feuer, damit du dort... Ja, nur da kann ich noch gar nicht was bauen. Dann. Ja, das war ja noch von den Flammenwerfertürmen. Dafür kann ich nichts. Du brauchst bei der Fortschrittmethode Geduld, Abrisus. Wenn das Feuer weg ist, dann kannst du weiterbauen. Bitte, Abrisus. Er hat ihm den Flammenwerfer gegeben. Wenn das Feuer weg ist, kann man weiterbauen. Es geht nicht anders. Seit wann gibt man geistig behinderten Menschen einen Flammenwerfer? Ja, okay, das war zu hart. So böse kannst du jetzt auch nicht sein. Ficken! Au. Was? Das war Arsch. Ist nicht wahr. Ah, Scheiße. Was wolltest du, Abrisus? Ich hab das gesehen, dass Arsch wieder den Heldentod gestorben ist. Genau, ein Held kann nur einen Heldentod sterben. Ja, deswegen ist es ja Heldentod, weil dann wenigstens der Tod dann hochgelobt wird. Ich weil habe keine Flammenwerfer mehr, deswegen hätte ich euch abreißen. Der Held stirbt. Achtung, es kommen jetzt Fallo links. Die schießen von unten, von oben runter, meine ich. Was denn jetzt? Die schießen von unten oben runter. Nein, von der Klippe. Das ist echt übel. Ja, dann kümmere dich drum.
Nee, ich warte mal, nee, ich kann nicht. Was heißt, ich kann nicht? Ich kann nicht, ich habe Angst. Nee, weil ich von hinten beschossen wurde. Ich konnte den nicht mal reparieren, den Flammenturm, weil ich nicht dazu kam. Die kommen jetzt von unten. Zumindest stehst du auf der richtigen Seite der Mauer, Abrisus. Ja, das mag ja sein, aber das bringt ja nichts, wenn die hier von... Bist du dir sicher, dass er auf der richtigen Seite steht? Gerade stand er. Ich stehe immer auf der richtigen Seite. Das ist nur das eine Definitionssache. Turm in Ruhe. Böses Alien. Böses Alien. Zack. Schießt der Turm nicht, also er hat keinen Saft. So. Die kommen alle von oben. Fehlen Rohre? Ich bin hier zum Reparieren. Kannst du die Rohre setzen? Ja, die fackeln wir eben noch wieder ab. Nee, ich repariere die. Ja, ja. Ja, ja. Arsch. Leck mich am Arsch. Ich wollte nicht so viel sagen. So, der Wurm ist Geschichte. Feuerpause vorrücken. So. Reparieren, reparieren ist mein Hobby heute. Naja, hat einen Flammenturm. Bleib doch einfach stehen. Was machen wir so? Die beiden noch weg. Gehst du weiter, okay. Jetzt die Frage, machen wir jetzt noch weiter weg oder nicht? Na, ich würde es nicht, weil wir verteidigen sie eh nicht. Jo, okay. Dann tun wir jetzt hier abbauen. Geordneter Rückzug. Mein erster und ein Kampf abbauen. Warte mal. Bau Doppeltürme. Ein links, ein ja, rechts. Ja, ich kann gerade nicht. Oh, Fahne kann ja einmal vor Tür Feuer sagen. Peter, machst du dann die Mauer jetzt erstmal zu und richtig Deft da oben. Ich tue dann unten noch das wegmachen, würde ich sagen. Ich baue hier zu, ja. Und ruhig, würde ich sagen, 3-4 Reihen Mauern und nur 2. Ja. Zu kratzen noch Mauern. Hast du noch Abrisus? Nee. Die hatte ich alle in die Kiste getan. Die ich habe noch Mauern. Nee, da musst du ein Ding noch setzen, ein Rohr. Ich habe eine Reparaturkit, die habe ich irgendwas. Dann gib mir mal 100, meine sind aus. Der Peter, ich hau dir hinter dir eine Kiste hin, wo ich 100 mal... Ja, nicht über die Kisten, die sind schon kaputt. Ja, dann nimm sie dir gleich raus, die 100, und dann bau die Kiste halt ab, so. Gut, danke. Peter, rau runter, bitte nicht wegmachen, ne? Ja, ja. Haargrabler. Über diese physische Leiden hier. Das muss doch nicht sein. Der feuert schon.
Ich höre deinen Herzschlag. Nee, das ist irgendwas anderes. War doch ein Lied von Andrea Berg. Von wem? Andrea Berg. Gesundheit. Die macht doch das gleiche wie die komische Fischertante da. Du meinst Carmen Nebel? Ein Nebelbergfischer. Die eine nebelt im Wasser rum, die andere fischt drin rum und die andere guckt, dass sie auf den Berg kommt. Nee, und die andere ist einfach nur atemlos. Atemlos war scheiße. Atemlos auf dem Schacht ist ein Feuerwerk. Oh. Ja, Fanfo01, hallo. Wie gesagt, es sind gerade heiße Diskussionen hier über Schlagersängerinnen und das Flammenmeer, siehst du ja, was hier abgeht. Nicht quatschen, mitspielen. Richtig, genau, kann ich auch nochmal sagen, Tag der offenen Tür, werden wir, denke ich mal, nächste Woche dann den Termin sagen, wann der ist. So, ich repariere, Fahle, ich repariere. Aber ich glaube, da können wir das Nest dahinter fast auch noch klein mitnehmen, weil die werden eh ankommen, oder? So, die Mauer ist vierspurig, wenn ich zurück bin, dann kann ich euch wieder helfen. Ja. Na nü? Na nü? Hat einer einen Grillfisch gefunden? Ja, nein. Das war jetzt aber nicht der Held, oder? Ja, doch. Ja, doch, wenn ihr halt... Ne, ich lebe noch. Ich lebe immer, ich werde als besserer Held wiedergeboren. Das ist in jedem guten Film so, wenn der Held stirbt. Zum Beispiel Gandalf. Wird er definitiv nicht wiedergeboren. Dann ist der Held, dann ist der Film aus. Zum Beispiel Gandalf wurde auch wiedergeboren. Was macht er dann? Gandalf der Weise. Es hat aber niemand gesagt, dass Gandalf den Sturz nicht überlebt hat. Natürlich, wenn er dann wiederkam als Gandalf der Weise, muss er ja. Au. Auf. Wo muss ich denn jetzt überhaupt lang hier? Da. Wollt ihr doch den Zug? Ah, ich glaube, ich bin so schneller, als wenn ich den Zug ranhole, warte, bis der Zug da ist. Oder? Außerdem, ich habe 12 Minuten mehr. Entlastung der Base durch systematisches Verbrennen von Leichtöl. Ja, genau, im Prinzip ist es das. FAM401. Ja, im Prinzip genau das. René, du stehst da im Weg. Stehe in der Spritzreichweite von dem Ding. Ja. Rest in peace in. Netten Dinger da. Fängt auch mit N an. Ich höre mal wieder Applaus. Ich tippe mal auf FAMFO01. Könntest du denn für Peter ein bisschen Strom, ein paar Laser noch hier irgendwo hinsetzen? Jawoll, FAMFO01, Dankeschön für dein Abo. Der Little Rock hier auch drin in der Base, ja, aber wir könnten jetzt theoretischerweise. Nimmst du mal danach das auch mit? Und FAMFO, du könntest auch mitspielen. Link dazu zu Patreon ist in der Beschreibung drin. Dann könntest du hier auch mitzocken. Können jetzt hier bis das ganze Gebiet abstecken oder nicht? Was willst du denn abstecken? Ah, hier ist ja eigentlich auch nichts drin mehr. Komm weg. Also, was willst du mit Raborox? Wir haben hier gefühlt ja 18 Millionen. 2,2 Millionen. Nee, nicht das Raborox. Das ist egal. Hier neben uns das riesige Vulkanik-Pipefeld. Belitrock. Warte mal, wie sehen die aus? Weiß. Ja, können wir nachher immer noch holen. Ja, ist kein Verlust. Und außerdem, wenn wir den nordöstlichen Schluss machen, haben wir so viel Kimberlit. Ja, stimmt. Das reicht. So. Dann können wir jetzt Steinchen bauen. So. So. Hast du Klippensprengstoff dabei? So. Schlecht. Ich habe meinen leider aufgebraucht. Also bis ihr das Steinfeld da erschlossen habt, haben wir uns das schon lange angeschlossen. Ja, immer noch Mimimi. Baust du langsam, dann bau schneller und zwar weiter.
Ja, also ich kann jetzt dann die ersten elektrischen Herzförderer hier setzen. Sind wir auch gerade. Sogar schon, ja. Ist doch scheißegal, wir haben das größere Feld, nur darum geht's. Auf die Größe kommt es drauf an. Wir haben das Heldfeld. Das ist der Nachbar. Die Schweizer. Genau, wer hat sie eigentlich gefunden? Unser zuverlässigster Mitarbeiter hat es gefunden, der Herr von der Stasi. Der ist einfach überall. Er weiß alles, er ist überall. Nein, weiter nach innen, direkt dran. Hast du aber so viel Versatz? Wieso? Heiß, Stücken. Nee, die kannst du zwischen reinsetzen. Da hast du dann nur einen Abstand. Machen wir leider aber einen Arsch im Weg. Aber hier ist ja eine riesen Lücke zum Beispiel gerade. Achtung, nächste Welle rollt an. Der Strommast verrutscht. Okay, Moment, ich setz wieder. Ne, da ist einer zu nah. Nicht um alles zu versorgen, oder? Komm mal Strom. Ja, da ist einer zu viel. Fehlen Rohre. Ja, Piano, die haben so viel Puffer. Verleg doch ein Rohr. Ja, das Ding ist, ich muss. Der ist ein bisschen panisch. Ich bin nicht panisch, ich weise drauf hin. Wie oft soll ich es noch sagen? Ich weise nur. Ich weise darauf hin, ich weise darauf hin, dass irgendwo ein Problem besteht. Richtig, was denkst du, was ich bei mir auf Arbeit mache? Ich sehe ein Problem und weise andere auf das Problem hin. Wie wär's mal mit Lösungen? Genauso wie bei Alfs. Dass wir besser vorankommen, wenn er nicht da ist. Kommt nicht so rüber. Da ja, kommt besser voran, wenn er nicht da ist. Was? So, jetzt müssen wir so, hier. Feierabend jetzt. Ja, genau. Feierabend. So. Hier wieder nichts. Nix bauen, weil mir einfach Eisenplatten fehlen. Was hol dir welche? Schau mal dabei. 400. Oh, jetzt hier hinten gleich ein Mischer hin. Hier endlich mal ein vernünftiges Feld vorgebracht habe. Könnte man schon zusammenfügen. So, und ich bin jetzt mal auf K. Bis gleich. Ciao. Brauchen wir den Belt nicht mehr? Doch, das ist die andere Abzweigung. Achso, für dich. Ja, das ist die meine Abzweigung. Denn Rosa sieht das Ding total scheiße aus. Voll geil. Aprisus, wenn du Material holst, dann bringen 2000 rote Belts mit. Wieso so viel? Oder machen wir das mit Zug, den Stein? Na, wahrscheinlich gescheiter mit dem Zug. Wahrscheinlich. Wir können ihn westlich einspeisen.
Und könnte da eine zweite Zuglinie runtersetzen. Ja, das geht. Was, wo einspeisen? Westlich kommt doch so ein Tröpfelbelt an. Da können wir es einspeisen. Westlich? Wo? Ach hier. Das, wo seit der auch Stein reinkam. Ja, wir haben zwei Zuführungen. Westlich, naja, und östlich. Genau, und westlich ist für mich näher. Ja. Wobei, da liegt eh schon roter Belt mit Munition. Ja, ich glaube, bei der Entfernung macht ein Zug mehr Sinn, oder? Ja, bis du jetzt einen Bahnhof und das ganze Zeug gebaut hast, da ziehen wir ein Belt runter, ist gut. Zwei hätten gereicht, ne? Aber. Hier? Jo, zwei reichen. Warte. Das ist nur das, was für mich so durchgemischt wird. Dann machen wir nochmal den. Also. Bringst du rote Bells mit, Abrisus? Oder ich mach das hier weg. Ja, kann ich machen. Jetzt die Frage. Warum machen wir den jetzt weg? Wir hatten noch vier. Wo werden die hergestellt, dass ich mir da holen kann? Machen weg. Das muss ich immer erstmal noch finden. Nein, brauchen wir sowieso wieder. Wir nehmen den Munitionsbelt, den alten, den kann man umdrehen. Das geht jetzt viel schneller. Aber Nebenfrage, wo sind denn die Bells Produktion? Mitten in der Basis. Auf der Karte markiert. Okay. Mall 3. Höhe Handgranate. Oh, schön. Danke. Links von Phosphate Rock. Ja, rechts von Solarfeld. Danke. Und oberhalb der Stein- und Steinziegel- und Stahlproduktion. Unterhalb des Lagerhauses für die Zahnräder. Ja. So. Unterhalb des Pausenraums. In der Nähe vom Wasser. In der Nähe des Ziels. Hat er nur vier Stück. So. Drin. Und Groß DK war die Haltestelle, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Wieder mal total optimal benannt. Aber ja, ich weiß nur, hast du noch einen Teil der Fließband? Aber natürlich habe ich einen Teil der Fließband. Hast du Strommasten mit oder Holz oder irgendwas? Jetzt bin ich schon auf der Fahrt. Ja, macht nichts. 59 Holz habe ich da. Dann schauen wir, was wir noch brauchen. Weil es gibt nur einen Ausgang. Achso, ja. Wir müssen links die Mauer erweitern. Oh. Ja. Sehe ich gerade. Hast du noch Mauern und so weiter? Ja, habe ich noch. So, Fallo. Da ist eine Kiste voller roter Belz. Bin ich schon wieder Kisten? Ich habe eine Stahlkiste gemacht extra. Die kann man ja später zu einer intelligenten Kiste machen. Ich seh schon, ich höre es gleich. Die Kiste ist kaputt. Nö. Du redest mit mir, also ich heiße Peter. Ich habe sie hier bei Fallo hingestellt, weil der hier auf dem Weg steht eigentlich. Gut. Ich stehe im Weg rum, das ist was anderes. Sind das genug Flammenwerfer? Das ist der erste schon weg. Sollte er noch sein. Hast du noch Strommasten? Fabrisus. Drei Stück. Also ich habe noch Flammenwerfer. Aber ich könnte noch 68 kleine bauen. Molybdän brauchen. Schließ mal das restliche Ding bitte mit an. Eisenfeld in der Nähe? Nein, auch nicht. Eisenfeld ist da hinten. Da ist da hinten. Da bei Stein anderes Stein. Anderes Stein. Da hin. Ach, das komische Flügelfeld da hinten oder was? Ich bin kurz weg. 42.000? Nein, da wo die jetzt gerade kämpfen. Unser Ziel. Ach, die wo die... Die 1,7 andere, Millionen Eisen. Andere Fraktion herumdödeln ist. Richtig. Wo die anderen gerade versuchen, was zu tun.
Wir tun das ja auch recht erfolgreich. Ja, bringt nur nichts, wenn du da elektrische Erzfässer hinstellst und die plötzlich Uran fördern wollen, anstatt dem Rest. Oh, sie können kein Uran fördern. Das ist das Problem. Mich mal fällt. Ja, okay. Vor allen Dingen, ich lass hier Peter und Falo auf den Fließband fahren. Das ist schön. Lass mal die Mauern da noch dran, René. Achso. Tja, wieder da. Hä? Wieso sind die von dem Fließband runter? Abrisus, das ist ja alles nicht verteidigt. Das ist ungeschickt. Ich wollte guck mal, Peter ist in der Mitte, macht einen Breakdance in der Mitte und fahren und immer drumherum. Hat er was gesoffen? Ich hab doch gesagt, ich hab Gräser- und Pollenallergie. Ich hab mich ein bisschen zugedopt. Ansonsten würde ich hier, glaube ich, aller Minute mal niesen. So. Gräser- und Pollenallergie. Mhm. Ja, was, auf welche Gräser oder Pollen ich allergisch bin, keine Ahnung. Weil. Wir wohnen in Dresden. Das ist ganz, ganz nah von einer Menge Pollen. Gräser gibt es wahrscheinlich. Nein, das auch. Waren die mit einem L. Ich weiß. Wer dem Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ne? Das Problem ist, wenn einer eine Pollenallergie hat, sollte er eigentlich schon wissen, auf welche. Ja, aber bei mir ist das immer so, so punktuell, kann man fast sagen. Also es gibt so zwei, drei Tage, da ist das übelst krass teilweise und dann ist es wieder gar nicht. Oder teilweise ein Jahr lang überhaupt nicht. Das ist also Simulant. Nee, dann ist es auch so. Kann sein, ein Animal ist gar nichts und dann ist es schlimm. Genau. Ich hatte zum Beispiel, wo es angefangen. Du könntest doch Defense bauen da hinten. Wir müssen nicht nebeneinander herlaufen. Nee, ich wollte, ich bin doch dein Fließbandträger. Achso. Ich habe noch 3, 6, 7, ja, 800 Fließbänder. Oh, was haben wir hier? Nee, hier eine Viererreihe. Auf der anderen Seite ist auch eine Viererreihe. Und ich habe noch Strommasten, falls du Strommasten brauchst, Peter. Genau, alles hier mit. Ja, den Bild wollte ich umdrehen und mitnutzen. Soll ich dir die Fließbänder geben? Oder? Warte mal, ich schaue, ob ich Platz habe überhaupt. Ja, ist dieses Fließband oder noch nee. Jetzt nee, das ist nie alt. Wenn, dann speise ich die drei Türme von oben und ich reiße ab. Ui. Aber auch noch ein bisschen Wald. So sollte das passen. Die Ecke. Der Wald muss weg. Ja, eine Überlappung ist vorhanden. So. Ui. So. Ah. Der Abstand hier ein bisschen zu groß. Ne, passt doch. Hat doch irgendwas reingepasst. Herr Friesus, wenn ich jetzt nach oben komme, dann brauche ich die Fließbänder. Ich bin auch nur mal sicher. Ich komme. Zweiten Bild. Da ist auch richtig. Ich komme hinterher. So. Not hier. Warte, Kiste. Oh. Belz. Ich habe hier eine Kiste mit Belz. Nun hin. Friss. Ja, die kann ich gar nicht aufnehmen. Danke. Oh, mal gucken, ob die Steine mittlerweile auch da angekommen, wo sie hin sollen. Ja, sie kommen an. Das Problem ist nur, ja, Platz. Auch. Platz. Dass ich da jetzt meine Dinger wieder umstellen muss. Ja, eigentlich nach da oben. Das ist oben eigentlich verbraucht. Ach, du nimmst ja, jetzt noch die ist Hälfte. Voller Bild. Toll. Ach, die Hälfte von meinem Bild. Hätte die ganze Arbeit noch sparen können. Nee, ja, das kommt von dem kleinen Steinfeld hier unten. Von diesem Pipi-Kramfeld.
Kannst doch mit dem Teiler anschließen und dann sagen, deins ist bevorzugt. Stefan, dein umgekehrt. System nimmt noch die Hälfte von dem, was in meine Forschung reinfließt. Was nimmt mein System? Es gibt von dem roten Belt, der in die Ziegelsteinproduktion und weiteres läuft, geht noch die Hälfte irgendwie ins Nirvana. Richtung deins. Richtung Mainz? Richtung Mainz habe ich keine Verbindung. Doch, guck mal bei. Wo ist das? Wo teilt sich das? Bei der Schienenproduktion, Mall 3. Ermauern. Da ist ein Steinteiler. Und davon geht der geht hoch, zieht dann an den Pilzen vorbei und so weiter bis zu dir. Ja, Moment. Da geht. Also das Einzige, was da mit Stein ist, geht nach unten. Ah ne, da geht immer was hoch. Geht denn da hin? Hallo? Ach stimmt, der geht zu mir mit rein. Den werde ich jetzt aber gleich lahmlegen. Hey, lass ruhig laufen. Ich ziehe einfach gerade noch einen roten Belt. Nee, ich habe ja mein eigenes Belt. Deswegen. Reicht der dir? Ja. Ich nehme deinen nur als, also ich bevorzuge meinen und nehme deinen als Backup. Backup. So, Jesus, jetzt brauche ich die köstlichen Dinge. Okay, Moment, dann komme ich hoch. Ist ja erst läuft man ihm hinterher, da wird rumgemeckert, dass man hinterherläuft. Ja, ich habe gesagt, bleib oben und baue die Def. Ich wäre dann schon wieder hochgekommen. Ich glaube, da will jemand aufmucken. Also mein Eingang ist mal bevorzugt. Gut. Was macht man da drauf? Böse, nimmst du eigentlich immer noch auf? Ja. Er macht heute mal länger. Ich habe morgen Spätschicht. Das heißt, ich muss jetzt nicht sofort quasi ins Bettchen. René? Wenn ich Frühschicht habe, ist halt Stefan, gut. Steigere bitte die Abnahme von dem komischen Zeug, was ich hier habe. Komisches Zeug, was du da hast. Ich weiß nicht mehr, was du da hast. Peter! Sand? Rich, das Peter! Da. Ja, genau in dem Moment werden. Guckst du? Ich bin doch direkt in der Produktion gelandet. Ich guck mal eben. Natürlich ich kann ja aufnehmen. So durch. So. Ich glaube, es ist, glaube ich, am sinnvollsten, wenn wir den einen, den wir letztens auch oder gestern weggedreht hatten, heute auch wieder wegdrehen und abreißen. So, jetzt abriss es. Jetzt kann ich die restlichen nehmen. Gut, okay. Ist interessant, dass das hier vor stockt, danach flüssig abdüst. Also irgendwie. Ja, hier ist ja nochmal ein Teil. Fallo auf die Reise. Genau. Die letzte Reise. Jetzt läuft so, flüssig. Hier. Zack. Das war die letzten. Danke. Kannst du schon noch Verteidigung hier bauen? Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Kennst du das Spiel ja, sonst schimpfen wieder alle. Ja, Brise, jetzt kannst du mal was lernen. René? Evan? Die Frage ist, brauchst du hier eigentlich diese Produktion noch oder reicht die da oben aus? Theoretisch brauche ich die hier gar nicht mehr. Winter ist wohl. Dann lass die mal noch stehen, dass der den Soll verbraucht und reiß oben die Soll-Dinger weg. Können die da auslaufen. Oder sind extra Sollproduzenten für die da? So, erstmal da hier hingestellt, damit man nochmal was sieht. Wen habe ich einen extra Sollproduzenten? Bitte nicht in die Reichweite der Spucker. 5
Sollen so weit nicht, holen, die diese drei Maschinen nicht versorgen? Reichweite der ja, die brauche ich dann nicht mehr. Oder? So Praxistipp. Klemm denen das Wasser ab, dann machen die leer und die Maschinen sollen das Zeug verbraten. Den ganzen Säul. Ja gut, dann haut der Teil das Ding hier erstmal weg. So kriegt ihr euer Wasser her, Mädels. Die hängen an der laufenden Versorgung. Ja. Also die hängen an drei Anschlüssen. Du hast noch einen Knickrohr vergessen? Ey, ich darf jetzt ja nicht alles abreißen auf einmal, weil... Nein, nein, aber da ist noch ein Knickrohr, was du vergessen hast zum Wegmachen, was sowieso keinen Sinn hat. Oh, das brauchst du wieder, stimmt. Aber das kann weg. Ja. Caprisus, wo läuft denn hin? Ja, ich will eigentlich mal in die Base zurückfahren, um noch Zeugs zu holen im Zweifel. Weil der eigentlich auch weg kann, weil der macht ja auch nichts mehr. Kann er nicht mehr. Was, der Held kann weg? Ja, der sowieso. Das ist immer dieser Neid, den ich da raushöre. Was für Neid? Ja, wenn man schon wünscht, dass der Held geht, dann ist der Held so übermächtig, dass die anderen nichts mehr tun können. Deswegen habe ich zurückgefragt, ob der Held schon weg kann. Kann das weg oder muss das bleiben? Ist das noch gut oder kann das weg? Ist das noch gut oder ist das schon schlecht? Willst du das noch? Willst du das noch haben? Nee. Ist gut, ich schmeiß weg. Ja. Ich bin so froh, dass mich keiner angeleckt hat. Ich kann jederzeit gehen. Angeleckt? Ne, kennst du nicht den, kannst nicht hier diesen Schulaufspruch, ich hab's angelegt, ist meins. Ja. Also bei manchen Sachen würde ich das noch nie mal versuchen wollen. Ja, es ist so eine Sache, ne? Es kommt immer drauf an. Was du leckst. Und wer es anleckt. Zum Beispiel, ich habe auch schon mal auf 50 Mark waren es damals, 50 Mark, ja, 50 Mark habe ich damals gewonnen, weil ich einen lebenden Wurm gegessen habe. Also. Was, einen lebenden Wurm? Du? Du hast doch D-Mark-Zeiten erlebt? Ja. Der ist doch so alt. Ich weiß. So alt war aber kurz vorm Euro. Ach, meine Oma kennt noch die Reichsmark. Das toppt ihr nicht. Ja, vor allem. Ja, es ist manchmal übel. Aber manche haben ja 3-4 Währungen erlebt, also von daher gesehen. Ja, mit 103 hast du so einiges erlebt. Oh, 103. Ach, meine Oma wurde auch 103. Ah, hast du fast zweimal einen Jahrhundertwechsel erlebt. Ja. Sein, ein komplettes Jahrhundert einfach zu leben. Ja, der erzählt, die ist durch Hamburg mit dem Fahrrad gefahren. Auf den Hauptstraßen. Da gab es kaum Auto. Durch Hamburg mit auf der Hauptstraße fahren, Respekt. Ja, da gab es viele mit dem Dieselfahrverbot. Dann fahren sie auch wieder Fahrrad. War das nicht in Hamburg, wo sie 580 Meter Straße gespart haben und du jetzt anstatt 580 Meter mit deinem Diesel 1,6 Kilometer und 18 Ampeln hast oder ja, so? Ja. Das ist total ökologisch. Weil auf der Straße halt das Messgerät ist, ja. Die scheiß Deutschen halt mal wieder, wenn sie es wieder so genau nehmen. Ja, das sind halt 580 Meter, die man dann... Nein, ich rede nicht von dem, ich rede vom Messgerät. Alle anderen europäischen Länder haben nur so gute Werte, weil sie sie an den äußersten Rand der Toleranz stellen. Also du darfst das Ding auch 20 Meter neben der Straße stehen haben. Ja. 20 Meter neben der Straße habe ich aber keine Abgase mehr.
Ja. Was macht der Deutsche? Der stellt es mitten in die Straße. Da musst du noch drum fahren, stellen sie noch Kegel auf dafür. Extra. Er ist doch so. Dass ja. Du das nur 10 Meter nebendran. Hast du Werte? Da leckt sich jedes Land da die Finger danach. Ja, es ist halt so. Das sind wir halt genau. Deutschland. Ja. Das, Deutschland. Das ist einfach so. Deutschland. Aber das Gute ist, ich habe jetzt mit einem gesprochen, der in den USA ist. Wir jammern ja mal bei uns über Bürokratie. Die USA ist in manchen Sachen viel schlimmer als Deutschland. Das stimmt. Ich habe keine Türme mehr. Caprisos Material. Weil der wollte nur mal in seinem Haus eine Wand rausreißen, Bad neu machen und so weiter und so fort. Also eine Sanierung durchführen. Ja, genau. Du benötigst für jedes verschissene Gewerbe, das in diesem Haus ist, eine Lizenz, nehmen wir es mal so. Ja, eine Arbeitserlaubnis quasi. Du brauchst ein Papier vom Büro für, was weiß ich, Heimatpflege oder wie auch immer. Das ihr dann zugesteht, dass ein Inspektor kommt und die getanen Arbeiten der Firma, die du dann engagiert hast, überprüft und bestätigt, dass es nach dem Minimum Code ausgeführt wurde. Aha. Ja. Minimum Code. Also dass es den Minimum Code Minimum erreicht hat. Das Problem ist, Minimum Code ist ich pappe da mal so ein bisschen Isolierung zwischen rein, mach so eine Dampfsperre drauf, die halt da so sein soll. Ein paar Riegips drauf, ja, und dahinter ist ein bisschen Holz. Also, ja, das ist halt amerikanische Bauweise von Häusern. Kommt ein Wirbelsturm, fegt drüber, ist alles weg. Ja, das steht in Fundamente. Besser da ein Betonhaus sind, was da drüben auch einige gemacht haben, die haben auch Tornados erlebt. Okay, da war das Dach weg und ein paar Fenster kaputt. Aber der Rest stand noch. Diese recycelbaren Häuser. Ja, anzünden, gehen in Flammen auf und weg waren sie. Ja, Identität gibt's nicht, anzünden. Das sind Faktoriehäuser. Ja, das ist Faktorie. Die bauen wie wir hier die Bäume im Weg haben. Und scheiße, im Weg anzünden, weg, aufgeräumt, Asche zusammenkehren, rein in die Produktion brauchen wir. Ja, die machen aus Asche Kohle. Aus Asche Kohle und daraus dann Diamanten, keine Ahnung. Die können doch alles. Ja, Diamanten können wir auch herstellen. Okay. Ich brauche Türme. Da redet sich gerade jemand in Rage. Ist total geil. Nein, ich habe das von ihm erfahren. Ja. Also, die Amis können viel. Nur nicht richtig. Richtig. Ist ja lustig. Nein, die können nichts richtig. Amis das Einzige, was sie können, sind große Highways bauen, auf denen du da aber nicht schnell fahren darfst. Es gibt ja dieses Maximaltempo überall von, keine Ahnung. Nein, du hast halt auf jeder Autobahn oder Interstate ein unterschiedliches Tempo. In dem einen Bundesland darfst du 80 fahren, also 80 Meilen. Im anderen darfst du aber nur 65 fahren. Genau. Also ich glaub, jede Regel... regelt jeder Bundesstaat, ey, auf meiner Interstate darfst du nur 65 fahren. Kollege, hast du aber auch nur 65. Das Problem ist aber, behinderst du einen Verkehr, weil du diese 65 fährst und alle anderen 85, kriegst du auch ein Ticket. Du fährst zu langsam und behinderst damit den Verkehr. Aber ich halte mich an die Richtgeschwindigkeit, ist egal, du hast einen Verkehr behindert, kriegst ein Ticket. Ja. Müssen irgendwie die Kassen füllen. Das Problem ist, du musst aber aufpassen. Also du musst wirklich Abstand zum Vordermann halten. Weil wenn die plötzlich bremsen, steht da irgendwo an der Seite ein Bulle. Und der kontrolliert das dann. Und danach ist es wie bei den Deutschen. Oh, da ist ein Blitzer. Bremsen, Blitzer vorbei. Gas. Da sind sich die Nationen komplett gleich. Oh man. Da steht ein Bulle, bremsen. Tucker, 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 tucker. Alles klar, ich sehe nicht mehr. Gas. Nee, ich habe mir gerade entschieden, ehe ich hier jetzt nebenbei noch einschlafe, beende ich mal den Stream, weil ich echt langsam. Sind noch keine 2 Stunden. Ich weiß, aber das bringt ja nichts.
Du fauler Hund, du. Ja, jetzt hab ich's gesagt. Nicht in diesem Ton. Welchen denn? Mit, beginnend mit Sir oder Captain oder Oh mein Held beginnen. Oh mein Held, halt einfach die Klappe und lass uns in Ruhe spielen. Das ist doch mein Ton, der gefällt mir. Der hat auf jeden Fall ein Rad ab. Holt die, hab mich lieb, Jacke. Ein Rad ab? Holt die, ich hab mich lieb, Jacke. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Dieses Stichwort kann ich nur befürworten. Sind wir nicht alle ein bisschen Tuner? Sagt nicht, ihr kennt jetzt nicht diesen Werbespruch aus Neuss. Wir kennen es, aber die Frage ist, was hat das jetzt mit dir zu tun? Er ist nicht Bluna. Er ist etwas mehr als Bluna. Er ist sehr viel mehr als Bluna. Hast du eigentlich schon wieder Knochen? Ich hab noch alle Knochen im Leib, ja. Müssten eigentlich wieder laufen, ja, ich sehe hier, weil ich Salzwasser bekommen habe. Oh mein Gott. Ja, also die Schwimmbecken sind gefüllt, fast. Sehr gut, ja, ich sehe hier auch ein paar Knochen auf dem Band rumfliegen. Die Frage ist, die haben noch kein Salzwasser geliefert bekommen. Ich hab zu wenig Salzwasser. Die haben keins, aber die anderen haben es. Warum? Verdrehte Bell. Oh, hä? Ah, okay, ich weiß, warum die nichts haben. Denen fehlt auch der Rest. Da fehlen noch Greifarme. So, in dem Sinne sage ich mal, bis denn dann in Tage und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, Peter. Dreh. Jo.